Jesus sagt, euer Unglaube ist das Schlimmste und es ist die Lieblingswaffe der Teufel. 10. Juli 2017, Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann, bleibt standhaft in mir. Viele von euch sehen eine Vorwärtsbewegung und Durchbrüche in ihrem Leben. Jetzt müsst ihr an ihnen festhalten und standhaft bleiben. Wie immer wird jede Bewegung, die ich in eurem Leben tue, von dem Feind bekämpft werden. Ich gebe und er versucht, es zu stehlen. Was kann euch veranlassen, den Boden zu verlieren, der euch gegeben wurde aufgrund eurer beständigen Arbeit und Ausdauer? Unglaube, Faulheit, Urteilen und Stolz. Übrigens, Stolz geht dem Urteilen immer voraus. Wenn ihr auf andere herabschaut und sie kritisiert, öffnet ihr die Tür für Widerstand in verschiedenen Bereichen. Wenn ihr sehr kritisch und ohne Mitleid seid, werdet ihr sofort rauen Winden begegnen. Wenn ihr leicht kritisch seid und es bemerkt und sofort Reue zeigt, werdet ihr diese Tür umgehend schließen. Auf jeden Fall ist es eine überhebliche Haltung, die euch vorschlägt, eine andere Seele zu kritisieren. Ihr habt keine Ahnung von den Hindernissen, die sie täglich überwinden muss. Nur ich weiß es. Wenn ihr denkt, dass ihr qualifiziert seid, sie zu richten, dann ist dies das tödliche Gift des Stolzes. Faulheit gibt zu schnell auf und macht es sich bequem mit Tröstungen wie Essen, im Internet surfen und was immer sonst noch eine angenehme Ablenkung ist. Ich spreche hier nicht von einer rechtmäßigen Pause. Ich spreche hier über die Einstellung. Nun habe ich so hart gearbeitet, jetzt kann ich entspannen. Dies zu sagen, obwohl ihr immer noch wach seid und genug Energie habt, um zu arbeiten, das ist Faulheit. Und als letztes, aber wirklich das Schlimmste von allem, ist der Unglaube. Unglaube wird den Seelen laufend von den Dämonen suggeriert. Es ist ihre effektivste Lieblingswaffe in diesen Tagen des übernatürlichen Wachstums. Der Unglaube sagt, nun, ich gebe mein Bestes, aber ich sehe keinen Fortschritt. Herr, bist du sicher, dass es das ist, was du möchtest, dass ich es tue? Eine der wichtigsten Überprüfungsregeln ist, es zu prüfen, wenn ihr nicht von Müdigkeit, Ablenkungen, emotionalen Hochs und Tiefs oder von einem kürzlichen Rückschlag beeinträchtigt seid. Die Teufel warten darauf, dass ihr einen Rückschlag durchlebt. Dann greifen sie eure Entschlossenheit an, mir zu gehorchen und weiterzumachen. Wenn ihr also eine Richtung überprüft, ändert ihr den Kurs nicht, da ihr euch ja die Zeit genommen habt, meinen Willen ausfindig zu machen. Es wird Widerstand geben, aber ihr werdet den Kurs deswegen nicht ändern. Dies ist eine sehr wichtige Prüfregel. Wow, Herr, ich bin schuldig für all diese Dinge, aber das Letzte, wow, das ist, womit ich täglich zu kämpfen habe. Ja, aus diesem Grund habe ich dir gesagt, du sollst dich aus der Welt heraushalten und angesichts deines Umstandes, das Büro umziehen zu müssen, hast du es gut gemacht, meine Liebe. Feuergeläutertes Gold. Deine Lehrgänge sind mit Abstand die bedeutendsten Beiträge für mein Königreich, zumindest in dieser Zeit. Sie basieren nicht auf Wissen, sondern auf Liebe und Erfahrung, indem du in deine eigenen läuternden Feuer eingetaucht wirst. Ich möchte dich nicht ohne den Trost lassen, dass du etwas für mich geleistet hast. An diesem Punkt war ich wirklich traurig.
da ich mich als ein solcher Versager fühlte, betreffend dem Zeitschaffen für diese so wichtige Gabe. Claire, manche Dinge kannst du nicht vermeiden. Ich möchte einfach, dass du weißt, dass dein bisheriges Leben nicht vergeblich war und du hast vielen Seelen geholfen, die reinigenden Feuer zu durchschreiten und sich trotzdem noch an mir festzuhalten. Das ist der Grund, warum du diese Schatzkiste in deinem Herzen gesehen hast, überfließend mit feuergeläuterten Goldmünzen, glänzend und hell, leuchtend und golden. Veranlasst dich das nicht, dich besser zu fühlen? Das tut es, antwortete ich mit Tränen der Freude, das tut es wirklich. Du wirst bald richtig eingerichtet sein und mehr Zeit haben für Botschaften und Musik. Verachte nicht die kleinen Dinge. Dies ist nur eine kleine Bodenwelle auf der Straße und wir werden sie bald hinter uns lassen. Bitte, mache dir keine Vorwürfe, dir diese Zeit genommen zu haben. Da gibt es keinen anderen Weg. Ja, meine Liebste, ich sagte, bleib standfest. Bleib fest im Glauben. Lass nicht zu, dass deine Entschlossenheit durch irgendetwas untergraben wird. Wenn du zum Keyboard kommst und dich abmühst, sei dir bewusst, dass es einen feindlichen Auftrag gibt, um dich scheitern zu lassen. Wirklich, auf deiner linken Schulter sitzt ein tadelnder Geist, der über dich spottet. Schau, wie langsam du bist. Du wirst jene Melodie nie fertig bekommen. Du hast überhaupt keine Erfahrung, verschiedene Dinge zu erarbeiten mit jenen Akkorden. Noch hast du die Koordination und am allerwenigsten hast du das Talent. Gib es auf. Warum willst du eine Versagerin sein vor deinem Publikum? Gib ihnen einfach eine Entschuldigung. Sag ihnen, dass du dich jetzt auf das Wort konzentrieren musst, auf die Bibel und daher eine Pause machen musst. Sie werden deine Musik ganz vergessen und du wirst dabei gut aussehen. Widerliche Kreatur, dies sind nur einige jener Lügen, die in meinen Kopf geschossen werden, mit vergifteten Pfeilen. Meine Verteidigung ist, Jesus hat es gesagt und ich glaube ihm, und das regelt diese Angelegenheit. Geh zurück in deine Grube, du unreiner Geist. Claire, ich warte darauf, dass du meine Ehre hochhältst. Ich warte darauf, dass du diese widerlichen Verlierer bei den Hörnern packst und sie in die Grube wirfst. Ich warte und warte und warte. Bist du dir nicht bewusst, dass du den ganzen Tag und die ganze Nacht vergiftet wirst und ganz besonders, wenn du Klavier spielen willst? Kannst du es nicht fühlen? Weißt du, was sie tun? Sie beschuldigen mich, ein Lügner zu sein, unqualifiziert und zu schwach, um das gute Werk, welches ich in dir begonnen habe, zu Ende zu führen. Und ich warte darauf, dass du meine Ehre verteidigst. Es verletzt mich, wenn du mir nicht glaubst. Ja, der Unglaube ist enorm gefährlich und das ist der Grund, warum die meisten niemals das Leben leben, das ich für sie beabsichtigt habe, obwohl ich ihnen Worte und Bestätigungen zukommen ließ. Schau, die Motivation liegt im Wissen, dass du es tun kannst. Wenn also dein zugrunde liegender Gedanke lautet, ich werde immer ein Versager bleiben, so gibt dein Wille auf und du kannst nicht aus dem Feuer, welches in deiner Seele brennt, sowie aus der Sehnsucht und aus den inneren Gaben heraus arbeiten. Und dies, weil du nicht an dich selbst glaubst, zusammen mit meiner Befähigung. Also lässt du Ablenkungen zu, die dir deine Zeit rauben, und dann bringst du Entschuldigungen vor.
Zu anderen Zeiten in deinem Leben, wo ich dir etwas zu tun gab, standest du immer in Flammen und hast durchgehalten, ganz egal, wer was gesagt hat. Du warst jünger, stärker und du hast die Dinge sehr energisch verfolgt. Jetzt bist du der Lüge verfallen, dass du es nicht mehr tun kannst, weil du älter geworden bist und nicht mehr über die gleiche Kraft verfügst. Nun, das mag wohl wahr sein, aber es geht nicht um deine Stärke, um deine Kraft oder um deinen Schwung, damit du dies tun kannst. Dies wird durch meine Kraft und Salbung ausgeführt. Also ist dein Problem, dass du mir nicht glaubst. Wie lange willst du noch zulassen, dass dich das davon abhält? Mit Sicherheit werden sie dich anlügen und dir sagen, im Himmel wirst du perfekt spielen. Warum plagst du dich hier unten damit herum? Gib es einfach auf, bis du im Himmel bist. Weißt du, warum sie diese Dinge sagen? Sie hassen dich. Sie hassen, wofür du stehst, und sie können deine Botschaft nicht ertragen. Und noch schlimmer ist, dass dir diese wunderschönen Melodien gegeben werden, damit die Worte im Ohr einer Seele haften bleiben und ihr anhaltend Trost spenden. Das ist der Grund. Du wirst dies nicht im Himmel tun, das muss hier unten getan werden. Und sie hassen dich dafür, dass du Seelen tröstest und ihren Glauben stärkst. Also, meine Bräute, ich warte auf euch alle, dass ihr standhaft bleibt gegenüber den Tricks des Teufels. Denn ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Autoritäten, gegen die Weltherrscher der Dunkelheit dieses Zeitalters und gegen geistige Bosheit in den Himmeln. Ihr steht alle unter ständiger Anfechtung. Je mehr eure Gabe Einfluss nimmt auf das Königreich der Dunkelheit, umso mehr werden sie euch mit giftigen Pfeilen bekämpfen. Und sie kennen eure Nummer. Sie wissen, wo ihr steht und wo ihr fallt. Also könnt ihr nicht allein stehen, ihr müsst in mir stehen. Mich werden sie niemals überwältigen können. Wir werden gemeinsam weitermachen, ohne zurückzuweichen, geschweige denn einen sehnsüchtigen Blick hinter den Pflug zu werfen. Ich bin da für euch, meine Bräute, ich versichere euch, ihr tut nichts mit eurer eigenen Fähigkeit oder Kraft. Ich verteidige euch auf jedem Schritt eures Weges. Aber wo ist eure Verteidigung mir gegenüber? Wie viele von euch sind den Teufeln entgegengetreten und haben sie gerügt aufgrund ihrer Lügen über mich? Denn das ist, worauf es hinausläuft. Du kannst es nicht tun, weil Gott es nicht tun kann. Lasst sie nicht davonkommen damit. Erhebt euch gegen sie und weist sie zurecht. Bitte, haltet meine Ehre hoch. Es ist, wie ich es zuvor gesagt habe, euer Schwert, das Wort der Wahrheit, in einer Hand und eure Gabe in der anderen. Ich sende in diesem Augenblick Engel hinaus, um euch gegen diese Angriffe zu verteidigen. Und mein Geist wird euch einen größeren Eifer einflößen, um meine Ehre zu schützen. Tut es so mit großer Würde und Entschlossenheit. Ich zähle auf euch.